auf dem Rücksitz und ganz ohne Fahrer. Am Vorabend der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main präsentiert Mercedes-Benz-Chef Dieter Zetsche seine Vorstellungen von der Zukunft des Automobils. Mit Hilfe seriennaher Sensorik ist das Forschungsfahrzeug S500 Intelligent Drive in der Lage, autonom zu fahren. Wir arbeiten seit Jahrzehnten an dieser Vision. Wir waren noch nie so nah wie mit der heutigen S-Klasse, die bereits in Serie ist. Aber letztlich sind diese Assistenzsysteme auch fast der automatische Weg zum automatischen Fahren. Und diesen letzten Schritt sind wir mit diesem Auto gegangen, das sich von dem Serienauto fast nicht unterscheidet. Wir haben von den gleichen Sensoren einige mehr eingesetzt und eine ganze Menge Intelligenz in Form von Algorithmen und Software ergänzt. Die Mercedes-Benz und Smart Night steht ganz im Zeichen der Realisierung von faszinierenden automobilen Visionen. Emissionsfrei, unfallfrei, autonom. Mercedes-Benz setzt konsequent auf Elektrifizierung. Im nächsten Jahr bekommt die elektrisch angetriebene Modellfamilie erneut Zuwachs. Lokal emissionsfreien Fahrspaß für bis zu 5 Personen bietet dann die B-Klasse Electric Drive. Dieser elektrische Viersitzer ist der Vorbote einer neuen Smart-Generation. Die Studie Smart for Joy besitzt alle typischen Smart-Attribute und verkörpert damit das unbeschwerte urbane Lebensgefühl. Hochmoderne Hybride ergänzen das Angebot an elektrifizierten Antrieben. Der neue Mercedes S500 Plug-in Hybrid erreicht einen allgemeinen Verbrauch von 3 Litern und verbindet damit Luxus und Nachhaltigkeit auf ganz neuem Verbrauchsniveau. Das mit überlegener Leistung, das heißt Fahrspaß pur, die perfekte Umweltverträglichkeit, das ist das, was unsere Geschäftskunden von uns erwarten. Damit, glaube ich, haben wir weltweit ein unglaublich wichtiges Highlight gesetzt, das jetzt konsequent im Markt, und zwar global, ausgerollt wird. Nicht nur mit dieser Technologie blickt Mercedes-Benz in die Zukunft, sondern auch mit alternativen Mobilitätskonzepten, wie zum Beispiel Car2Go, das mittlerweile in 23 Städten weltweit zur Verfügung steht.